Lass es springen. Rückhandbühne einzulassen. Das ist seine Lieblingsseite, sein Lieblingsspiel. Und mit der Beinarbeit läuft es ein bisschen besser als die Spiele zuvor. Vielleicht hat sich da was bewegt. Da hatte er nämlich von Anfang an ein bisschen Probleme. Ist schon mit gesundheitlichen Problemen angereist. Das war eine überzeugende Vorstellung. Natürlich spielt man auch immer so gut die älteste aller Weisheiten überhaupt. Wie's der Gegner zulässt. Fäkalsprache vom Nebentisch. Wer kann das sein? Die Mama ist Lehrerin, die hat sie nicht beigebracht. Deutschland, 10 zu 10. Natürlich das ganze Spiel als extra Video auf einem extra Clip. Hörmann gegen Kosowski. Den, glaube ich, habe ich auch schon öfters gesehen bei der Challenger-Turnierserie. Die kann man im Livestream verfolgen. In der Regel, wenn ich gerade Pause gemacht wird, Montag, Dienstag eine Serie. Jeder gegen jeden. Die Besten dann im Zwei-Halbfinale spielen. Und dann wird der Sieger ermittelt. Und der dritte Platz noch ausgespielt. Einfach googeln unter Challenger-Serien. Montag, Dienstag und seit neuestem, früher war das von Mittwoch bis Freitag, drei Tage, heute nur noch Donnerstag, Freitag, auf zwei Tage zusammengezogen. 11:12. Aus der Sicht von Kosowski. Das war gar nicht einfach, der Return, der sprang etwas hoch ab. Unangenehm eigentlich, aber dann hat er schön rausgewurschtelt, Johannes, reaktionsschnell.
Alex Fleming, der hier pausiert in diesem Pokalspiel, und André Pereira aus Kuba, Nummer 2 der Hupera. Und Hermann soll ja als Nummer 3 aufgebaut werden, obwohl sie da in der Hinterhand noch den Russen Petr Fededov aus Petersburg haben.